So. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für den Applaus. Lassen Sie mich zunächst einmal klarstellen, ich halte es für ausgesprochen wichtig, an diesem 17. Mai der Homophobie entgegenzuwirken und für Verständnis für unterschiedliche sexuelle Orientierungen zu werben. Allerdings, und da bin ich schon beim Punkt, sollte diese Diskussion nicht platt, sondern mit der notwendigen Differenzierung geführt werden. Und da ist es etwa beim Adoptionsrecht wichtig zu betonen, dass es nicht um das Recht auf Adoption, sondern um das Recht der Adoption geht. Und dabei steht nicht das Recht der Eltern auf ein Kind, sondern das Recht der Kinder auf fürsorgliche Erziehung im Vordergrund. Das wird nach dem geltenden Adoptionsrecht in der Tat nicht immer so gesehen. Und deshalb bedarf es der Reform, ganz unabhängig davon, ob durch Heterosexuelle oder Homosexuelle adoptiert wird. Schauen wir aber konkret auf die Frage der von Ihnen geforderten Ehe für alle. Wenn Sie hier den Eindruck erwecken, liebe grüne Kollegen, meine Fraktion würde die gebotene Gleichstellung grundsätzlich ablehnen, so ist das schlicht falsch. Denn natürlich gibt es neben mir viele Kolleginnen und Kollegen, die eine Verbesserung der aktuellen gesetzlichen Lage für notwendig halten, und sie wissen das auch. Aber abgesehen davon, dass der Prozess, eine Mehrheit hinter sich zu versammeln und die auch im ganzen Land zu versammeln, Zeit braucht, gilt: Viele von uns verwahren sich gegen den Vorwurf, bei uns in Deutschland würde, manche behaupten sogar systematisch, gegen Homosexualität diskriminiert. Und liebe Frau Göring-Eckardt, Sie haben Gott sei Dank keine Beispiele aus Deutschland, sondern aus dem Ausland gewählt, wo es in der Tat anders ist. Bei uns ist das Gegenteil wahr. Gerade Deutschland ist, nicht zuletzt wegen seiner historischen Erfahrung, ein Staat, in dem die Diskriminierung von Minderheiten zu Recht ein Tabubruch ist. Gerade unser Vorgehen in der Flüchtlingskrise hat das in großer Deutlichkeit gezeigt. Und deshalb war es uns, auch und gerade mir persönlich, wichtig, die Rehabilitation der nach § 175 Strafgesetzbuch Verurteilten voranzutreiben. Hier, finde ich, sind wir auf einem guten Weg. Gerade dieser Hinweis zeigt aber auch, wo das Problem mit Ihren Anträgen liegt. Denn Fragen der sexuellen Orientierung sind ein sensibles Thema. Und so wie Sie hier im Ansatz durchaus zu Recht Gleichstellung verlangen, müssen Sie verstehen, dass dies nicht jeder teilt und schon gar nicht öffentlich diskutieren will. Deshalb war es uns wichtig, und gerade auch unserer Lesben- und Schwulenunion, mit der wir darüber in einem intensiven Austausch stehen, auch das Thema zu 175 StGB erst einmal in nicht öffentlichen Gesprächen mit vielen meiner Kollegen anzugehen. Denn nur so gewinnt man die Herzen und das Verständnis der Menschen. Wenn, wie gestern, Mails herumgeschickt werden, dass eine Nicht-1-zu-1-Umsetzung Ihrer Anträge ein Kasperletheater darstelle, gewinnen Sie die Mehrheit gerade nicht. Nun aber noch ein paar Worte zur Sache. Sie weisen darauf hin, dass eine weitere Gleichstellung verfassungsrechtlich geboten sei. Leider ist aber auch nach den dazu durchgeführten Sachverständigenanhörungen der verfassungsrechtliche Befund unklar. Mal abgesehen davon, dass wir nicht wissen, wie das Verfassungsgericht aber in der Zukunft entscheidet. Wir hatten deshalb vorgeschlagen, und da sind Sie nicht drauf eingegangen, die notwendige Gleichstellung auf der Ebene des Grundgesetzes vorzunehmen. Das Gleiche, wir haben darüber gesprochen. Herr Kollege, lassen Sie 10 Zeilen, dann können Sie sich melden. Das gilt in gleicher Weise für die von meinem, und das betone ich ganz bewusst, CSU-Kollegen ins Gespräch gebrachte Möglichkeit, den Begriff des Verheiratetseins neu zu definieren, sodass er nämlich Ehe einerseits die klassische Ehe und die Partnerschaft umfasst. Und dann sind wir genau bei dem, was Sie, liebe Frau Göring-Eckardt, gesagt haben. Liebe ist für beide gleich, und dann könnten wir das mit dem Begriff verheiratet wunderbar definieren. Auch das fand keine Sympathie.
Das alles zeigt, wir sind an dem Thema dran. Aber wir werden die Dinge in einer Weise reformieren, hinter denen auch die Mehrheit unseres Landes stehen kann. Denn wenn zwei Menschen, da haben Sie völlig recht, gegenseitig für sich Verantwortung übernehmen, steht dies, und da zitiere ich gerne auch noch mal Daniel Günther, wie er es gestern gesagt hat, auch im Einklang mit unserem christlichen Menschenbild. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Das Wort hat Kollege Volker Beck für eine Kurzintervention von Bündnis 90 Die Grünen. Ja.